Oh, let's get it. Patch 15, 10.15. Ich weiß nicht genau, was das Shit ist. Warum Riot jetzt auf einmal jetzt doch FlexQ mit allen Ranks zusammen, ne, spielen lässt, aber ich meine, das ist ja an sich whatever. Lydia, ne, probieren wir auch später, wenn sie released wird. Fangen wir an bei Aphelios. Also, Aphelios wurde genervt. Sein Turret hat eine geringere Range und aktiviert nicht instant, ein bisschen langsamer. Das macht, glaube ich, keinen so großen Unterschied. Ist ein bisschen nervig, weil tatsächlich ist 575 größer als viele Outtrack-Ranges, aber 500 ist kleiner als die meisten Outtrack-Ranges von Raid Champions. Ne? So. Also das ist schon mal ein guter Nerf. So. Und ganz ehrlich, ich habe keine fucking Ahnung, wie schlimm dieser Nerf ist mit der Q, weil ich einfach kein Aphelios-Spieler bin. Aber das hört sich nach viel an, weil es sieht so aus, als wenn einfach das, diese Broken-Kombination mit dem Runens einfach genervt wurde. Aber ich kann es ehrlich gesagt einfach nicht erklären. Ich glaube, das ist ein großer Nerf zu Aphelios. Ich glaube, das macht Aphelios jetzt endlich balanced. Wahrscheinlich ist Aphelios immer noch gut. Aber ich glaube, das ist eine Balancierung tatsächlich jetzt. Ja, das ist ein guter Schritt. Genau, jetzt kann man wahrscheinlich die Turrets traden. Töten eigentlich. Anstatt, ja, genau. Das war wohl auch ein Bug, okay. So. Caitlyn Buff ist insane. 2 Base AD und 5 Base Movement Speed ist so fucking juicy für Caitlyn. Das ist auch das 10. Mal oder so in a row, dass sie gebufft wurde, ne? Also das darf man nicht vergessen. Caitlyn scaled insane mit AD und 2 Base AD auf Level 1 ist einfach nur fett. Das ist, also, das... Ich weiß, das sieht nicht nach viel aus, aber glaubt es mir, das ist broken. Das macht Caitlyn wahrscheinlich von in einer Situation spielbar zu wahrscheinlich pickbar. Aber muss man mal sehen, wie die sich, also vor allem, weil auch Aphelios genervt wurde, ne? Das heißt, also die anderen AD Carries, die jetzt gespielt werden, sind sowas wie, keine Ahnung, Kaiser, SV, was auch immer, die werden alle komplett genommen von Caitlyn, right? Caitlyn Botlane dominieren und Meta-Change, wahrscheinlich ist Caitlyn Botlane broken, ja. Ich glaube, die Caitlyn ist sowieso gut, weil du die Dragons kontrollieren kannst und so. Aber gut. Fiddlesticks wurde wieder ein bisschen genervt. In der Lane. Ich weiß nicht genau, wie schlimm der Nerf ist. Ich spiele ja kein Lane, aber für den Jungle ist es whatever. Vielleicht tötet das den Tank Fiddle, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin mir auch nicht sicher. So, Gragas Buffs sind ziemlich nett. Wird den wahrscheinlich aber nicht broken machen, aber sind sehr nett. Vor allem wurden ja auch Let's Patches des Predator und so gebufft. Auf jeden Fall. Gragas geht's wahrscheinlich gerade jetzt wieder ein bisschen besser. So, Irelia. Bonus Attack Speed per Stack von 12 auf 16. Bei 5 Stacks sind es 80%. Macht das was aus? Du hast 20% extra Attack Speed auf Level 13. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich juicy Buff, ja. Macht die wahrscheinlich aber trotzdem nicht broken. Aber ja, ich glaube, ihre Spieler freuen sich darauf, ja. So, Lee Sin wurde genervt. Ich finde, Lee Sin ist immer noch fucking useless. Aber in Solo Queue nervig und das macht wahrscheinlich nicht so viel aus, oder? Er macht nichts aus. Ist whatever. Ich finde, also, es, ganz ehrlich, ich hätte sogar Lee Sin Buff verstanden, wenn ich ehrlich bin. Der wird die ganze Zeit gespielt. Aber ich finde, er ist nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja. So, Ornn, Base Armor wurde genervt, das ist insane. Ja, Ornn braucht tatsächlich immer noch mehr Nerfs, weil Ornn immer noch broken ist. Vor allem für Competitive Play. Das macht natürlich seine Landing übelst hart und, ein guter Nerf. Passt. So, Rakan, das habe ich gar nicht mitbekommen. Cooldown von dem Passive decreases later and no scales per level capping at a rate. 40 Sekunden Level 1. Ach so, das bleibt alles gleich, ist Late Game ein bisschen besser und es... Ah, okay, es ist jedes Level geht's runter. Aber ist gut. Juicy, ist nett, ja. Macht das zum Wunder, ja, okay. Wahrscheinlich keinen Unterschied. Ich finde, Rakan ist gerade gut. Ist gut, ist ein guter Champion. I like this Champ. Shen, so, Shield Value. Ich weiß tatsächlich nicht mal, wie die Passive von Shen funktionieren. Aber ich glaube, immer wenn er sein Schwert ranzieht, ne, dann kriegt er dieses Shield. Und das ist ein 20er Shield auf Level 1 tatsächlich ziemlich huge ist, ne? Geht das die ganze Zeit? Bei Spellcast? Jedes Spellcast? Wenn ihr das will, also ich mach das, macht den jetzt schon ziemlich broken, oder? Alle 10 Sekunden?
I mean, ja, das wird Shen. Ich glaube, Shen ist zurzeit broken. Also vor dem Patch. Und ich glaube, Shen hat diesen Buff überhaupt nicht verdient und kriegt ihn trotzdem. Wahrscheinlich sogar vielleicht blind pickable. Jeder Spell ist ein Shell. Okay. Ich meine, falls ihr gestern das My Insanity gegen Adhoc Game gesehen habt, der hat Shen geblindpickt, wurde gecountert mit GP und ist irgendwie 5-0-5 oder so rausgegangen aus der Lane. Also, ich glaube, Shen ist broken. Das ist aber ein Champion, der auch im Competitive auf jeden Fall gespielt wird. So, die Skala-Buffs, wir haben das ja sogar schon probiert. Q Percentage HP macht tatsächlich nicht so viel aus, wenn ich ehrlich bin. Das, wofür das tatsächlich sehr, sehr gut ist, ist für die Objectives und für die Buffs. Die gehen ein bisschen schneller jetzt damit. Aber, wenn man ehrlich ist, das macht einfach kaum einen Unterschied. Und der E-Buff ist auch whatever für den Jungle. Ich glaube, Skana ist ein bisschen besser. Ich meine, ich habe den jetzt mit Q-Max probiert. War okay, wir haben das Game gewonnen. Wir haben auch gut gespielt. Das war aber, hat sich jetzt nicht so angefühlt wie, oh mein Gott, ich mache jetzt 6% HP Damage, ne? Bei den Dragons war das aber schon nett, weil du dann hast ihn schon relativ schnell gemacht. Ein bisschen schneller. Skana ist aber, glaube ich, sowieso ein Champion, wenn du, wenn du einen Tank im Jungle brauchst, der einen ganz okayen Clear hat und der ein bisschen CC bieten soll, ist einfach gut. Und du ne, wenn du schon genug Carries hast und so, ist fein. Auf jeden Fall, es ist ein netter Buff. Ich glaube aber nicht, dass es Skana irgendwie ins Broken pusht oder so. So, wir haben jetzt gerade einen Swain gesehen und ganz ehrlich, ich glaube, der Champion ist einfach so terrible. Fuck this shit. Cooldown vom Passive geht even. Scales mit CDR, okay, das heißt, das ist relativ gut. Wenn du 40% Late Game hast, gut, das heißt, du sollst wahrscheinlich CDR rushen. Movement Speed wurde genervt. Can no longer pull enemies triggered by Blastcorn. Okay, ist nicht so gut für ihn. So, die Q soll wohl sehr, sehr gut sein. Hat auch nur noch einen 3 Sekunden Cooldown. Und, also ist spammable jetzt, ne, wenn du Level 9 bist. Wahrscheinlich gegen so Low-Range-Team-Comps, wahrscheinlich sehr gut. Und ich weiß nicht, was 10 Degrees zu 8 Degrees ist, aber wahrscheinlich ist es einfach nur schmaler, ne? Schmaler und schwieriger zu treffen. So, die W von Swain ist jetzt global. Fast. Ich glaube 5500 ist fast komplett global. Late Game ist, glaube ich, komplett global. Also, legit die ganze Map. Von der Midlane aus. Macht ein bisschen weniger Schaden. Und das war's, ne? Aber der Punkt ist einfach, dass es jetzt global ist. Das heißt, du kannst immer Vision generieren, wenn du irgendwo was checken möchtest. Und die E wurde ein bisschen gebufft, ne? Weniger Mana und weniger Cooldown. Das heißt, du kannst es ein bisschen spammen. Also, im Großen und Ganzen, Juicy Swain Buffs. Ich glaube, Swain, ich finde den Champion ist. Der Champion ist irgendwie weird. Ich glaube, Swain ist so ein Champion wie bei. Also, wie Ruskin. Du willst ihn einfach spielen, wenn die Gegner so Brawler-Comps haben, ne? Ganz viele Melees und so. Ganz viele Low-Range-Champs. Aber sobald die Gegner eine Cassio haben oder so, boom, du bist direkt nicht spielbar. 5500 Zelda auf Ultrange, okay, ich meine, ja, das ist fett, aber. 10 Movement Speed ist ein huge Nerf, das ist tatsächlich ziemlich big, aber. Also dafür wurde. Also, das Ding ist, seine Q und sein E und seine Passive wurden insane hart gebufft und seine W auch. Also, das ist schon. Der wurde schon overall fett gebufft, aber ist immer noch ein Champion, der wahrscheinlich einfach nur situationell gespielt werden sollte. So, weiter geht's. Thresh wurde genervt. Lantern im späteren Spiel hat 4 Sekunden mehr Cooldown, ist sehr, sehr dick. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ändert das dann Thresh nichts. Twisted Fate. Mag ich den Nerf. 8 Sekunden Cooldown auf der W Level 1. Mag ich sehr. Weil du early einfach zu viel Free Push hattest. Und das nehmen sie weg, finde ich einfach sehr, 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 sehr gut. Ergibt sehr viel Sinn. Yumi, das ist das, was ich am meisten mag in dem Patch. Yumi war vorletzten Patch broken, wie sonst was. Und dann haben sie sie genervt und sie war komplett Müll. So. Und was Riot jetzt hier macht, ist, sie macht. Riot ist legit smart. Okay. Ihre E kostet 15% Max Mana. Und was jetzt Riot macht, ist, sie gibt prozentual Max Mana zurück von der Passive. Und zwar, das heißt, Yumi hat jetzt wieder Mana, wenn, also diese 15%, die kriegt sie ja zur Hälfte wieder rein, wenn sie rausgeht und jemanden auto-attackt. Was das heißt, ist, dass Yumi, um permanent zu healen, rausgehen muss.
Und das wiederum ist richtig, richtig gut, weil man jetzt Counterplay gegen Yumi hat. Das heißt, falls Yumi es schafft, immer wieder rauszugehen, reinzugehen und ihre Passive zu blocken, ist Yumi wieder broken mit ihren Perma-Heals. Ja, aber du als Gegner fühlst dich nicht mehr wehrlos, weil du kannst die Yumi jetzt catchen, während sie rausgeht. Ne? Ergibt einfach Sinn. Man hat Counterplay gegen Yumi. Das ist... Ich dachte, Yumi ist nicht balanceable. Weil entweder sie hielt zu viel und ist broken, oder sie hielt zu wenig und ist useless. Ne? Aber das ist ein smarter Buff. So balanced man einen... Also, das ist legit ein Trade-off. So. High Risk, High Reward bist du jetzt, ja. Du bist nicht, oh, ich bin einfach das ganze Game drin und hier nur. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht... Also in einigen Lanes, in denen du nicht gecancelt werden kannst, wie beispielsweise Karma-Lanes oder so, ist wahrscheinlich dieser Buff insanely free jetzt. Ne? Das heißt, Karma ist wahrscheinlich jetzt wieder nicht mehr blindpickable. Aber im Großen und Ganzen sehr, 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 sehr schlauer Buff. Gut, jetzt reden wir über das Wichtigste in dem Patch, glaube ich. Und das sind die AP-Support-Item. Das AP-Support-Item wurde hart gebufft. Das ist nochmal, glaube ich, ein dicker Buff für Yumi. Ne, Base Mana Region. Dicker Buff für alle AP-Supporter, die. Vor allem alle Shield-Supporter, weil 25% sind, glaube ich, nochmal 20 AP obendrauf für Athenes. Und dann kriegen sie nochmal 5 AP von dem Finished Item. Das ist fett. 5 oder ist es nur 5 AP? Oh, okay, ich dachte, das. Nee, warte, 5 AP hiervon? Aber gibt ihr nicht Athenes für jede 25% 20 AP oder so? Ich weiß es tatsächlich nicht genau, aber das Ding ist, es scaled halt nochmal ein bisschen mit rein mit dem Athenes, darum geht's. Achso, ein Fieldschirm ist 5 AP, okay, nevermind. Dann sind das nur 5 AP. Aber das ist trotzdem einfach obendrauf for free, weißt du? Das sind nicht nur Base Mana Region, einfach so in der Lane. Das ist auch noch obendrauf, kriegst du auch noch deine 5 AP von Athenes. Das ist, war mein Punkt. Ich glaube, so Lanes wie Sona Lux broken werden ultra broken. Yumi wird davon extrem profitieren. Lulu, Karma auch in Nicht-Yumi-Lanes wahrscheinlich broken. Solche Dinge, ne? Ist nicht worth über Relic Shield, kann ich mir nicht vorstellen. Aber maybe, I don't know, ich finde es überhaupt. So, Unsealed Spellbook, ich verstehe die, ich habe diese Rune noch nie in meinem Leben benutzt, ich verstehe sie nicht mehr. Aber das wurde genervt und. Good job, right. So, Aram skippen wir. Und jetzt gibt's noch hier. Bugfixes. Da gibt es ein paar sehr interessante Dinge. Und zwar hat Elise einen Buff bekommen. Einen ziemlich, ziemlich, ziemlich juicy Buff. Und zwar sind die Spiderlings, haben die Adaptive Force, die du von den Runden bekommst, diese 15 AP oder 20 AP oder so, die du bekommst, hat sie vorher nicht bekommen oder zur Zeit. Und das ist relativ viel Damage. Das sind irgendwie 3 Basic Attacks von den Spiderlings jeweils. Und das sind Spiderlings, ne? Die attacken auf jedes Camp 10 Mal oder 20 Mal oder so. Das heißt, das sind insgesamt 40, 50, 60 Damage pro Camp Level 1. Das ist insane viel Damage. Wie viel da verloren gegangen ist. Und das ist tatsächlich ein direkter Buff für Elise, ne? Ist mir nie aufgefallen. Aber das sollte man merken. So, das ist weird. Das ist gut für Heimerdinger, würde ich schätzen. Der nimmt Mana Flow Band, die anderen nicht wirklich. Whatever. Das ist dumm gewesen, dass das überhaupt existierte. Aber es gibt sehr viele Vision Bugs. Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja... Ist Atrox dann nicht ein Hardcounter zu Syra? Wenn er die, die Pflanzen vieren kann? Achso, und hier wurde nochmal irgendwie gefixt. Ich hab das Gefühl, Elise Buffs kommen nächsten Patch. Aber muss man sehen. Hier nochmal was anderes. Ich irgendwie cleant Riot gerade Elise... Ich glaube, sie bereitet Elise gerade vor. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschö.